Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1 Remake. Ich hoffe, die kommen nicht hier runter, sonst habe ich ein Problem. Erstmal Kerosin auffüllen, das ist wichtig. Auch wenn ich es nur einmal auffüllen kann, aber wer hat, der hat. Nee, und wenn ich schon mal hier bin, why not? Jetzt aber raus hier. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal kurz ins Musikzimmer und schauen, was da so Sache ist. Würde ich vorschlagen. Ob wir jetzt wirklich schon die Mondscheinsonate spielen können oder nicht, oder was, warum, wozu, weshalb. Alter Jill, schlag die Tür doch nicht so hinter dir zu. Alles gut, Mädchen. In der Ecke des Bildes steht geschrieben: Zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Ja. Eine hölzerne Theke aus Eiche. Sie riecht angenehm, wie ein guter Wein. Ja, da liegt doch was, Jill. Ich will doch nur das haben, was da glitzert. Jill. Da glitzert doch was. Da kann ich auf die andere Seite irgendwie laufen. Nee, ach, das sind Farbbänder. Von mir aus könnte ich sie natürlich nehmen. Aber nö. Erstmal nicht. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Ein Teil der Musik fehlt, wusste ich's doch. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Scheiße. Kann ich es trotzdem schon verwenden? Fragezeichen. Reicht das irgendwie vielleicht? Ein kostspieliger Flügel. Das brauchen Sie jetzt nicht. Das habe ich befürchtet. Ark. Aber gewaltiges Ark. Ist hier noch was in der Ecke irgendwie? Nö. Ach, Manno. Wie ich es einfach mal wusste, ne? Kann ich wieder so zur Kiste ran. Ich sollte wirklich so schnell wie möglich alle möglichen Zombies verbrennen, damit ich dieses scheiß Kerosin ablegen kann und das Feuerzeug. Das nimmt so viel scheiß Platz weg. Ist echt nervig. Weil sobald ich nur einen neuen Gegenstand aufhebe, muss ich ja schon immer wieder zu einer Kiste und den ablegen, weil die Tasche voll ist. Deswegen, das kann so nicht auf Dauer weitergehen. Ich habe echt Angst, dass die hier runterkommen. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist wenigstens nur einer von beiden, aber selbst das wäre ja schon eine kleine Katastrophe für sich. Ich hoffe nur, ich vergesse hinterher nicht die ganzen Farbbänder mitzunehmen. Das wäre nämlich sonst auch ein bisschen blöde. Ein bisschen. Ich muss jetzt im Raum eigentlich, wo die Hunde waren. Ne? Da ist ja dann auch das und das und jo. Würde ich sagen, dass es da war. Kann ich nicht auch hier rein inzwischen? Ach nee, du brauchst inzwischen Helm und nicht mehr Rüstung.
Das haben sie vertauscht. Das war vorher anders. Bin ich mir sicher. Ich meine, für mich ist das ja jetzt echt nicht so wichtig, ne? Aber, naja. Jetzt müssen ja Hunde kommen, ne? Rein theoretisch. Oh, doch noch nicht. Okay. Ich habe noch Schonfrist. Schön. Freut mich. So, hier gehe ich noch nicht rein. Da war ja eigentlich was anderes. Ich muss zu dem Raum da vorne. Bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. Hier war Schrotflintenraum. Genau. Auch interessant, dass der Raum beim ersten Mal noch anders gezeigt wurde und jetzt so. Komisch. Aber egal. Oh, hier liegen ja auch noch Dolche und Farbbänder, die ich nicht mitnehmen kann. Nie wieder vor allem. Mist. Aber hey, ich habe ja noch genügend eigentlich. Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch liegt in der Luft. Kann ich noch mal ein bisschen rumfackeln? Nö. Feuerzeug muss nicht verwendet werden. Okay. Staffeleien und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes, dann halt nicht. Und hier endlich die Erfüllung meiner Träume, das Gewehr. Was könnte nur passiert sein? Gut, dann. Ja, let's go. Wehe, du rettest uns nicht, Barry. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Oh nein. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Oh Gott, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Ach ja, der gute Barry. Vor allem, wie sie ihm eben so nah war. Da hätte ich am liebsten schon direkt in die Katzchen gesprochen. Weil es sah echt ein bisschen danach aus, als ob sie ihn jetzt knuschen würde. Aber egal. Hier war es wenigstens glaubwürdiger, so im Vergleich zu damals, ne, wo das dann so war, oh, thanks, Barry, for saving my life. Und dann nur so, ja, so voll gelangweilt, so, ach, halt's Maul. Ha, ich überlege gerade, ich meine, da ist ja auch ein Safe Room. Und wie ist das, wenn ich. In dem Raum da oben ist angeblich auch noch was. Okay, was soll denn da noch groß sein? Nein, vielleicht lagen da auch nochmal Farbbänder oder sowas, das könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall könnte ich diese beiden Türen inzwischen aufschließen. Ich sollte eigentlich zu diesem einen Raum, da wo der eine Crimson Head jetzt rumläuft. Ganz einfach aus dem Grunde, damit ich den aus dem Weg räumen kann, damit ich da halt die Treppe immer gefahrlos benutzen kann, um da zum Safe Room zu kommen. Gerade wenn ich das mit Richard jetzt erledige.
Aber naja, ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Aber Jill ist so ein bisschen aggressiv, würde ich bei den Türen, ne? Die kann ich immer noch nicht öffnen, oder? Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des... Oh, der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Okay, was ganz Neues mal. Wow. Sie haben den Rüstungsschlüssel verwendet. Das ist schön. Wow, 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 wow. Bist du schnell, Kollege? Brav, dass du ausblutest. Braver Zombie. Ich verbrenne dich auch natürlich direkt. Ah, die Tür ist dadurch jetzt auch grau geworden. So nach dem Motto, hey, du kannst durch. Da fällt mir gerade ein, sind also alle Türen grau, durch die wir an sich schon durch können? Könnte ja sein, ne? Würde auf jeden Fall Sinn machen. Obwohl das dann wiederum hier keinen Sinn macht, weil da sind die Türen noch rot, obwohl wir dafür natürlich jetzt inzwischen einen Schlüssel haben. Da könnte das Spiel uns ja auch sagen, hey, du kannst da jetzt schon hin, wenn du das denn möchtest. Ne? So rein theoretisch. Aber ganz so nett sind sie dann doch nicht. Gehen wir doch schon mal kurz hier raus und checken die Lage, ob hier noch irgendwas Interessantes schon mal zu finden ist. Außer einem Hund, der garantiert jetzt hier kommt, oder? Oder? Kommt hier... Das war gut. Okay. Ich finde es sehr gut, dass wir die Hunde nicht verbrennen müssen. Dass die dann nicht zu Crimson-Hunden werden können. Das wäre echt fies. Aber ganz so fies waren sie dann ja zum Glück doch nicht. Brauchen wir hier nur ein Wappen? In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Ah, verstehe. Wir müssten nur ein Wappen finden dafür, dass wir dann halt das aber mit dem Sarg und den Masken machen. Anstatt der Wappen müssen wir halt viele Masken sammeln. Nicht schlecht. Diese Veränderung, die ja, kann man machen. Kann man nehmen. Nehme ich. Ist okay. Jetzt habe ich nur ein kleines Problemchen. Das Rätsel hier kann ich jetzt noch nicht machen. Weil ich habe die Tasche voll. Surprise. Ich könnte ja jetzt wirklich erstmal nach oben sonst gehen und die Türen öffnen. Das ist doch eigentlich eine ganz nette Idee. Oh. Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bediene dich. Nee, bedienen Sie sich, falls Sie in eine Schlamassel geraten, Barry. Seit wann siezen wir uns? Aber dass er mir jetzt schon hier Zeug hingelegt hat, ist cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Na heiß, Barry, du bist ein Schatz. Vor allem schön viel Pistolenmunition. Dafür liebe ich dich ja sowieso. Und vor allem sind hier Granaten. Was sagt uns das, liebe Freunde der Nacht? Wir bekommen Brandgranaten. Also ich meine, wir bekommen einen Granatenwerfer. Ja, Brandgranaten auch, weil die hier rumliegen, ne? Aber, Gut, dann werde ich mal eben schnell die Sachen hier in die Truhe legen. Wenn ich die Sachen einfach schon mal safe immer haben kann, wenn ich sie brauche und nicht jedes Mal hierhin zurückrennen muss. Auch wenn ich hier garantiert nochmal vorbeikommen werde, so viel ist eigentlich ganz sicher, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Deswegen. Thank you.
Kann ich die Tür jetzt nicht eigentlich auch aufschließen? Fragezeichen. Rüstungsschlüssel verwendet. Na heiß. Ich glaube, hier steht sofort ein Zombie mir vor der Nase. Von daher rüste ich hier auch mal direkt die Schrotflinte aus, weil schaden kann es ja nicht. Okay. Headshot. Oder auch nicht. Warum ist hier kein Zombie? Es wundert mich. Ich meine, ich bin nicht böse drum, dass hier keiner ist, aber ich verstehe es nicht. Dietrich. Vielleicht kann ich ja ein bisschen Zeug mitnehmen. Wofür ich die Tasche trotzdem voll haben darf. Oh. Ah. Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Okay. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf im Frieden. Bitte verzeih mir. Es tut mir so leid. Martin Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Tja. Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Mehr Objekte können sie nicht tragen, ich weiß. Diverse Angelhaken. Das Aquarium riecht, als hätte es darin etwas darin gelebt. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Das klingt nicht sehr vertrauenserweckend, Jill. Der Behälter ist voller... Moment mal, was? Der Behälter ist voller toter Insekten. Ihh. Aber okay, dann gehe ich erstmal wieder. Oh, seht ihr mal, hier war noch eine Katze mit Barry versteckt. Hätte ich nicht gedacht. An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk dieser verwesenden Gestalten aus. Ist das die erste Anspielung auf die Hunter? Fragezeichen. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Okay, aber hier ist erstmal wirklich kein Zombie weit und breit zu sehen. Okay. Aber diese Sicht einfach, ne? Das finde ich geil. Diese Kameraperspektive, als wäre was unter dem Tisch, was mich anguckt und nur darauf wartet, mich anzugreifen. Das finde ich sehr nice gemacht, muss ich sagen. Aber gut, gehe ich erstmal wieder und mache unten mal meine Tasche ein bisschen leer mit Hilfe der Kiste und dann mache ich hier das ganze Zeug erstmal, damit ich das fertig habe. Weil jetzt bin ich ja hier direkt bei der Kiste, ne? Deswegen, why not? Das kann ich jetzt wirklich eben bequem machen. Hab ja den Luxus, dass hier direkt eine Kiste ist. Von daher, so what? Obwohl, das Feuerzeug könnte ich ja erstmal behalten eigentlich. Man weiß ja nie, ob ich das oben vielleicht dann doch noch eben brauche oder nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß das schon. Ich bin die Jill. Lalalala. Ja, ich habe gute Laune. Aber ist doch auch schön. So muss Aufnehmen sein. Schön mit guter Laune.
Abends um 2 Uhr nachts. Oder morgens, wie man es nehmen will. Ach ja. Corona macht's möglich. Lalala. Da hängt ein weißer Laborkittel. Er riecht nach Medizinschrank. Ach, wie schön. Gut zu wissen, das war jetzt die Info des Tages auch für mich. Ja, nimm den Angelhaken. Ich weiß, diverse Angelhaken. Minenpräparat mitnehmen. Ja. Verschiedene Angelköder. Okay. Minenköder mitnehmen. Ja. Eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken? Nein, noch nicht. Warte mal, das sind die Köder und du bist ein Köder und du bist das Präparat. Also ich würde mal sagen, dass ich den Angelhaken damit kombinieren muss mit dem Köder, oder? Ja, sieht richtig aus. So, jetzt ist das nämlich schon mal an seinem richtigen Platz. Und hier, du musst nämlich dahin, die mussten nämlich vertauscht werden. So, präparierte Insekten, Schalter drücken, ja, jetzt schon. Ach, guck mal, hier ist ja ein Wappen. Ach, nö. Nö. Ach, Leute. Ach, Bienchen. Nein, aber ist ein Laborkittel. Das ist mir doch jetzt scheißegal. Ob da ein Laborkittel ist oder nicht. Ich will doch hier einfach nur... Ach. Ich will doch hier einfach nur raus. Ich möchte... Nein, das ist ein Laborkittel. Ich weiß, dass das ist ein Laborkittel ist. Lass mich raus. Blöde Biene. Aber warum um alles in der Welt habe ich denn das Windwappen? Wir müssen doch die Wappen an sich gar nicht mehr sammeln. Ich bin verwirrt. Ich kann mir das nur so erklären, dass wir die für irgendwas anderes hier irgendwo dann brauchen. Aber für was? Und ja, die Biene hat mich vergiftet. Die Biene hat mich mehr vergiftet als jeder Zombie vorher. Das gibt mir zu denken. Aber wenigstens hat sie mich nicht vergiftet. May, oh may, oh may. Ich dachte ganz kurz irgendwie, dass die Biene vielleicht nur kommt, wenn man was falsch macht. Aber nein. Die erwacht natürlich so oder so zum Leben. Natürlich. Oder so. Die Schublade ist leer, das Regal auch. Das ist aber schade. Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Also wirklich, Leute, Schuhe ausziehen im Bett. Also bitte. Sollte wohl selbstverständlich sein für jeden. Farbänder. Gerne. Sonst noch was eigentlich? Sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Sowas aber auch. Wusste es doch, Kräuter versteckt. Juhu. Das könnte ich ja rein theoretisch auch sofort verwenden. Oder ich gehe nochmal auf den Balkon. Ja, Fußspur mitten durchs Bett. Karte sagt auch, hier ist, denke ich mal, alles clean, oder? War jetzt noch am Blinken, war nicht ganz klar zu erkennen, aber ich denke mal, hier war nichts mehr, was ich noch mitnehmen könnte oder so. Aber das finde ich auch gut, dass die Räume, wo man noch was machen kann, dass die rot sind. Das ist schon auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich frage mich echt, was in diesem einen Raum da noch sein soll. Was ist denn da bitte? Wir können da mal eben reinigen und nachschauen, wenn wir schon mal hier oben sind, ne? Das war ein kleiner Umweg nochmal, aber was macht's? Ich werde wohl kaum deswegen jetzt direkt sterben. Und wenn doch, würde es mich wundern. Vielleicht sind ja auch nochmal Farbbänder, die ich erstmal liegen gelassen hatte oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde es echt angenehm, dass in diesem Gang hier keine Zombies sind. Aber ich vermute trotzdem, dass hier später Hunter drin sein werden. Die halten sich ja nicht unbedingt an gleiche Regeln. Nur da, wo ein Zombie war, dürfen auch wir sein. Schön wär's. Ja genau, hier waren doch noch irgendwie... Hatte ich die doch schon mitgenommen? Oh, ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer.
Hatte ich das nicht schon mir angeguckt? Hier ist nichts. Bei den Büchern vielleicht noch irgendwo? Bücher über die Völker der Erde. Bücher über die Völker der Erde. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Ja, immer noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da was reinschreiben soll. Grammophon, Jupiter, bla bla. Oder ist hier noch was damit? Mit diesem Teller? Glaube ich aber auch nicht. Hier ist ja auch nichts. Nö, also. Wüsste ich jetzt echt nicht. Ah! Mann, wie man hier mit Enter drücken durch den Raum gehen muss. Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Ich habe das echt nicht gesehen. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in der Arctic Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unterwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Ah, ne sowas. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Ah, wusste ich noch gar nicht. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Sowas aber auch. Wird jedoch mit dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren. Denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Ja, das weiß ich. Und wegen diesem kleinen, unnötigen Scheiß hast du mir den Raum noch als rot angezeigt. Du bist auch lustig. Das ist lustig. Ja, ich mache lustige Beats. Der Raum ist immer noch rot. Was soll denn in diesem Scheißraum noch sein? Ungelogen. Ich habe doch jetzt dieses dämliche Buch gefunden. Wahrscheinlich soll wirklich in diesem leeren Tagebuch dann noch irgendwas vielleicht reingeschrieben, reingeritzt werden. Ich habe doch keine Ahnung. Weil im Moment wüsste ich es echt sonst nicht. Es macht für mich gar keinen Sinn, dass der Raum noch rot angezeigt wird. Ich denke mal, ich werde nicht sterben, wenn ich da jetzt irgendwie das nicht alles löse. Nein, werde ich nicht, bin ich mir sicher. Aber naja, fülle ich mir meine Tasche erstmal wieder normal auf, würde ich sagen. Und dann... Auch interessant, dass es jetzt solche Midi-Kits hier gibt. Fällt mir ein, ich sollte vielleicht nochmal wieder speichern. Das wäre vielleicht ganz ratsam. Erstmal wieder Pistole ausrüsten, weil damit bin ich gefühlt sehr viel schneller. Dann speichern wir mal eben. Ich müsste rein theoretisch das Kerosin und Feuerzeug hier erstmal eigentlich nicht mitnehmen, weil ich mich ja jetzt erstmal nur um diesen Crimson Head kümmern möchte. Deswegen gehe ich, denke ich mal, das Risiko ein und untersuche erstmal so die nächsten Räume auch und gucke dann erstmal. Aber ich würde sagen, ihr lieben Leute, den Part müssen wir jetzt trotzdem langsam mal beenden, denn der ist wirklich lang genug geworden. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal natürlich auch wieder dazu, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil Remake mit mir, der Vampi und der guten Jill Valentine. Und ja, bis dahin sage ich aber mal tschüss, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.